Hallo Leute, der Sorero hier. Assassin's Creed Odyssey. Wir haben in der letzten Folge Herodotos in Athen abgeliefert und hier den Level 50 Gegner in der Arena besiegt. Und ich bin immer noch an der Arena. Es gibt nämlich noch einen Kampf. Ein Kampf wurde noch organisiert und den machen wir jetzt mal. Und da schauen wir mal, was auf uns zukommt. Eklig. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? Oh, gibt ja mehr als einen. Alle Level 50. Das sind ja jede Menge. Aber die hatte ich doch schon. 7 mysteriöser Gegner. Ich kämpfe gegen den geheimnisvollen Gegner in der Arena. Skura sagte, selbst die Götter würden für den hier jubeln. Na, dann schauen wir mal. Weil die anderen, die hatte ich doch alle schon, glaube ich. Es ist schon eine Weile her, dass ich die ersten Gegner gemacht habe, aber ich glaube, die hatte ich schon. Gut, schauen wir mal, wer jetzt hier kommt. Skura? Sieh dir das an, Söldnerin. Spüre es. Alles, was ich je war, mündet in diesem Moment. Der Krieg. Meine Zeit in der Arena, meine Tochter Anea und du, Söldnerin. Warum machst du das? Ich kenne einen Weg. Dank dir kenne ich einen Weg, um wieder zu leben. Was ist mit Anea? Denk an sie, Skura. Seit ihrer Geburt habe ich jeden Tag an sie gedacht. Und jetzt mehr denn je. Denk nochmal darüber nach. Du weißt ja nicht, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Du wirst gegen mich kämpfen müssen, Söldnerin. Ich zögere nicht, dich zu töten, wenn du mich lässt. Nein, ich kämpfe nicht gegen dich. Ich weigere mich. Dann wählst du den Tod, Söldnerin. Du bedeutest Ich wollte den Quest noch verfolgen. Ich wollte erst den Quest machen. Okay, jetzt. Warum denn das? Warum bin ich hier geduckt? Ja, das war schon klar. Und es gibt nicht mehr die Säulen, die sich drehen. Oh, der hat ja nur rote Angriffe. Speer ist lang. Ich bin doch nicht mal zum... Boah! Ich bin doch nicht mal zum Zuschlagen gekommen. Ich komme nicht mal zum Zuschlagen. Mit dem anderen. Boah. Ja, ist schon klar. Ich glaube, der kommt mit seinem Speer ungefähr über das halbe Feld hier. Und weicht aus wie sonst was? Das gibt's doch nicht. Das ist doch wohl hier gerade. Ja, roter Angriff. Mann. Ich hab's geblockt und der weicht sofort auf Wort aus. Das ist echt krass.
Ja. Springt hier sonst wie weit, ey. Ist hier echt krass. Die stehen auf und machen sofort so einen Special-Angriff. Hey, nicht trinken hier. Habe ich ihn am Ende der letzten Folge gerade noch Freund genannt und dann so ein Scheiß hier. Ja. Ich will den gar nicht töten. Ja, schon klar. Tja. Nicht schlecht für einen alten Mann. Wirklich nicht schlecht. Das dachte ich auch. Was ist mit Anea, deiner Tochter? Anea ist tot. Sie ist seit 9 Jahren tot. Und als du sagtest, du wirst sie wiedersehen? Ich hatte Angst, dass sie sehen würde, was aus mir geworden ist. Ein nutzloser, alter Mann. Doch du hast mir einen Weg aufgezeigt, wie ich ihr Stolz gegenübertreten kann. Als Held der Arena. Glaubst du, sie wäre stolz? Sie wäre stolz. Ich wäre es. Ich erzähle ihr von der neuen Heldin in der Arena. Einer ehrbaren Kämpferin. Ich danke dir, Freundin. Oh, Mano. Ah, okay. Dass seine Tochter tot ist, wussten wir natürlich nicht. Und das ist halt die Art und Weise, sie wiederzusehen. Das hat man halt damals so gedacht. Ja, schade eigentlich. Friedlich, nicht wahr? Das ist es, worauf wir alle hoffen.
Frieden und Respekt. Wie verdient man sich das? Frieden und Respekt. Wenn wir tot sind, müssen unsere Taten für uns sprechen. Sie definieren uns und unser Vermächtnis. Was zählt ist, wie man sich an uns erinnert. Wie wirst du dich an Skura erinnern? Ich erinnere mich an ihn so, wie er war. Ein Held der Arena. Und ein Freund. Das Publikum gibt niemals Ruhe. Willst du mit mir zur Arena zurückkehren? Nee. Geh nur. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Das lassen wir erstmal. Ich glaube, da haben wir erstmal genug gemacht. Ey, der Speer war echt heftig. Den können wir uns glatt mal gucken, was der hat. Ja. Der war ja echt auch kritischer Schaden. Spielen spartanische Soldaten. Ja, Pech gehabt. Aber der war schon echt heftig. Ja. Okay, so Leute. Dann haben wir das. Der letzte Kampf. Damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann geht's jetzt los. Das Schicksal von Atlantis trifft die Kontaktperson. Und mal gucken, wo das ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Auf eine Insel mitten im Nirgendwo. Wo ist es denn der nächste Hafen? Da oben. Also gehen wir nach da und dann da runter. Ich vermute, das Schicksal von Atlantis ist dann schon die Erweiterung. Ich denke, wir machen die Reise dahin noch. Und dann werde ich das aber in der nächsten Folge erst anfangen. Und dann, also wenn ich es richtig vermute, dann ist das wirklich die Erweiterung. Und da machen wir dann in der nächsten Folge richtig los. Jetzt muss ich mal kurz gucken auf die Karte, wo ich hin muss. Hätte ich mir vielleicht vorher markieren sollen. Da ist noch eine Schnellreise. Da muss ich in die Richtung. Ist eigentlich mein Tier noch? Ich hatte doch einen Löwen, aber der scheint nicht mehr da zu sein. Schade eigentlich. Was für Geräusche gerade. Na egal. Machen wir die Schnellreisepunkt und dann werde ich mit dem Schiff dahin segeln. Und den eigentlichen Quest. Genau, machen wir dann in der nächsten Folge. Das heißt, die Folge wird vermutlich, je nachdem, wie lange das Segeln dauert, etwas kürzer ausfallen. Aber ich denke, das ist auch okay. Weil das Atlantis dann auch wirklich eine extra Folge zu machen, macht vermutlich Sinn. Und da bin ich mal gespannt, was uns da so erwartet. Schnellreise freigeschaltet. Guten Tag. Nö. Ach, er ist mit dem Brennen mal wieder hier. Ich hab mich doch gerade gerollt. Oh, das Feuer macht so viel Schaden, das ist echt krass. Thank you.
zu. Kurzen Prozess hier. Und? Und? Jump. Mach ich doch nicht. So. Durchsuchen. Okay, haben wir auch schnell den Söldner erledigt. So, wollen wir das Schiff. Herodotos dürfte jetzt nicht mehr an Bord des Schiffes sein. Ne, ist nicht mehr da. Okay. Entschuldigung, war noch was. Auf Position! Kapitän, du bist zurück! Wir segeln so schnell es geht! So. Grad. Ach, egal. Egal. Bronzestiefel Level 51. So, da müssen wir hin. Ist nicht allzu weit. Ich glaube, hier bin ich schon mal dran vorbeigesegelt irgendwie. Aber vielleicht war das auch ein Off. Gucken wir mal. So, ich werde auch gar nicht Rast anfahren, weil dann nicht, dass hier irgendwas automatisch losgeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Aber jetzt das Schicksal von Atlantis. So der Plan. Bis zum nächsten Mal.